Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und genau, liebe Leute, wir waren jetzt mal hier und hatten tatsächlich den. Hat tatsächlich den Schlüssel für Haus Lüne gefunden. Ja, und das muss der in der Nachricht erwähnte Schlüssel sein. Dort stand, dass er bei Onkel David hinterlegt sei. Ah, okay, jawohl. Das war ja dann quasi die Geschichte. Okay, ich glaube, Haus Lüne ist jetzt die Frage, wo ist das? Ist das vielleicht... Wo ist dieses Haus Lüne? Verdammt! Nicht, dass wir jetzt trotzdem hier hängen, weil wir hier nicht weiterkommen. Das wäre echt gemein. Aber dass man vielleicht irgendwie hier rauskommt dadurch oder so. Das wäre gut. Ich gucke jetzt nochmal da hinten kurz. Ob wir da was haben. Die ist tatsächlich abgeschlossen noch. Okay. Haus Lüne. Ja. Okay, dann versuche ich es mal hier rauszukommen. Tatsächlich auf dem Erdgeschoss. Ne, das war hier dann eventuell hoffe ich rauskommen. Scheiße. Haus Lüne. Ja, wo ist denn das? Ah, der geht schon wieder gut los, ne? Da geht es schon wieder gut los. Wo müssen wir? Das ist in der Nachbarschaft. Warte mal. Gehen wir noch mal kurz da hoch, bitte. Lies mal noch mal den Hinweis da an der Tür. Das war ja hier vorne die. So. Ach. Okay, alles klar. Okay. Ich habe nichts gesagt. So. Ja, dann schauen wir uns noch mal hier um. So. Ah, guck mal, wir können. Alter, hab ich ja schon. Was ist denn hier los? Boah, was war das denn? Hat hier irgendeiner ins Ohr geflüstert? Boah. Sieht nicht so aus, als könnte das nicht sein. Was ist hier? Hier auf dem Balkon. Okay, ist noch ein Balkon. War noch ein 209. Ist düster hier. Muni? So. Ah, das ist so auf jeden Fall. Hier sieht nichts aus, als könnte es irgendwie lustig sein. Okay. Also hier ist ein Speicherpunkt, aber. So. Wo sind wir jetzt? 208. Ah! Okay, wir sind im Nachbarraum. Schloss ist kaputt. Hier ist der Schlüssel. Schlüssel zur Apartmenttreppe. So ein Brief oder so. Hier ist ein Gemälde zu sehen. Es gibt nichts wirklich Interessantes. Hier in der Ecke vielleicht noch irgendwas. Okay, wir haben den Schlüssel zur Apartmenttreppe. Das heißt, wir können dieses aufmachen da oben. Okay, das ist gut. Aber ja, nicht, dass jetzt hier irgendwas kommt. Auf dem Rückweg. Was war das für ein Geflüster da eben? Das war ja richtig creepy, ey. Krass. So, hier. Aha. Endlich kommen wir hier hin. Oh Gott. Ein Kampf? Ein Kampf! Okay, wechsel mal die Waffe bitte. Pistole. Okay, dann können wir nämlich da einfach drauf schießen. Oh! Die werden abgewehrt. Okay, die Frage ist, wie kriege ich den kaputt? Weil der hat ja ein Schild. Das bringt nichts. Okay. Das heißt, wir müssen tatsächlich das hier benutzen oder was? Alter!
Ich kann dir dich kaputt machen. Hä? Was soll ich hier machen? Hä? Alter. Wow. Hörst du auf? Lass mich runter. Wie mache ich den kaputt? Ich habe nur zwei Waffen. Hä? Ah, Messer. Nee. Hier ist dieses Angelas Messer. Die Frage ist, bringt das was, wenn ich mit der Pistole auf ihn schieße? Wir müssen irgendwie hinter den kommen, ne? Aber dann... Das bringt ja nichts! Wartet mal, vielleicht, dass wir dann... Dass man die Pistole ausrüstet und dann von hinten auf ihn schießt. Oder sowas. Wenn er nämlich den macht... Das bringt gerade gar nichts irgendwie. Hä, Freunde? Was ist mit dem? Einfach gehen. Karte. Das ist das Treppenhaus, aber da komme ich auch nicht runter. Wie soll ich den besiegen? Ich verschieße hier meine ganze Booty an dem. Hä? Wie funktioniert der Typ? Wie funktioniert der Typ? Bringt nichts. Wie funktioniert dieser Typ? Ich kann ihn mit meinen Waffen nicht schlagen. Ich habe nur zwei Waffen, das ist es ja. Hä? Vielleicht mal die Taschenlampe ausmachen? Ja, weiß ja nicht. Bringt nichts. Das bringt nichts. Was soll ich hier machen mit dem? Ich kann nichts machen, nö. Vielleicht mit Angelas Messer irgendwie? Angelas Messer? Ja. Die Klinge ist mit etwas Rotem besudelt, ja. Wartet mal. Okay, den Gegner verstehe ich nicht. Was soll das? Ich krieg hier nicht kaputt, wenn das so ist. Oder einfach draufhauen die ganze Zeit. Oder ist das tatsächlich einfach die ganze Zeit draufhauen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ah, er macht irgendwas anderes. Oh nein. Ich höre wieder die Sirenen. Alter! Krass. Game over. Direkt mit einem Schlag. Das ist ja auch manchmal. Okay. Wow. Was ein Gegner. Aber wir müssen scheinbar einfach draufhauen. Okay, das ist verdammt interessant. Okay. Aber ich habe diese scheiß Sirenen wieder gehört. Oh, bitte nicht. Ich hasse diese Sirenen einfach. Gut. Hä? Ach. Toll. Geht schneller. So. Wir müssen ja hier noch den ganzen Schlüssel ausnehmen. Da müssen wir einfach draufhauen, ne? Das ist interessant, ja. Einfach draufhauen. Aber der Gegner ist ja sehr langsam. Das heißt, wir können da auch... Da war nur der Schlüssel hier. Okay. Das heißt, wir können uns die Munition noch sparen, ne? Wobei, wir haben über 100 Schuss. Ja, wobei, ich sag mal lieber nix. Was ist ein Silent Hill und was bringt schon 100 Schuss, ne? So, okay, dann jetzt nochmal das Ganze. So, wir hauen einfach drauf, würde ich sagen. Jo!
Der darf uns überhaupt nicht treffen. Okay. Okay, der ist am Anfang aber ein bisschen mobiler, habe ich das Gefühl. Oh ja, lass mich in Ruhe. Okay, am Anfang müssen wir doch mit der Pistole drauf schießen, habe ich das Gefühl. Okay, dann. So. Okay, am Anfang ist der ein bisschen mobiler. So. Das heißt, wir müssen jetzt hier... einfach... okay. So. Dann jetzt hier die Waffe wechseln. Einmal Medizin schlucken. Und jetzt hinter ihn. So. Alter! Eben war der doch nicht so krass. So, jetzt. Einfach draufhauen. Einfach draufhauen. Okay. Wow! Okay. Okay, aber der Gegner ist interessant. Der ist richtig interessant gemacht. Drei Treffer. Wir müssen einfach weiter draufhauen. Auch wenn es nichts zu bringen scheint. Okay, lauf! Nein, nicht das, nicht das, nicht das, bitte. Okay, Medizin verwenden. Das war's dann mit meiner Medizin. Jetzt habe ich nur noch Erste-Hilfe-Kisten. So. Okay, er ist schon langsamer geworden. Hä? Warum das denn jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht. Hä? Ich war doch hinter dem. Ich war doch hinter ihm. Naja, komm. Ist egal. Okay, dann das Ganze nochmal. Ach, ja. Da soll ich doch mit der Pistole auf ihn schießen. Das ist, glaube ich, besser, oder? Ja, kommt. Ich glaube, dafür ist die Munition da. Lass uns mal mit der Pistole draufschießen. So. Machen wir jetzt hier aber auch nochmal einen Sprechpunkt. So, damit wir nicht überlaufen muss. So, dann schieß mit der Pistole auf ihn. So, dann kann ich nämlich auch ein bisschen Medizin sparen, denke ich. So. Und lauf, yo. So, einfach draufballern. So. Okay, da kommt er. Er ist da. Okay. Ach, guck mal, der gibt schon auf, oder was? Na komm. Ja. Okay, weiter draufballern. Das waren jetzt die 10 Schuss. So, jetzt kommen die Sirenen wieder. Ich habe immer noch 66 Schuss. So, jetzt haut er ab, oder was? Er haut ab, das heißt, ich kann Munition spielen. Nein! Boah. Jetzt dreht sich auf einmal um, der Sack. Okay. Er haut ab. Er haut ab. Okay, was ist das jetzt? Da unten im Wasser. Wir müssen weiter gegen den kämpfen, oder was? Aber nicht da unten im Wasser, nee, nee. Ha! Okay, alles klar. Oh, danke. Oh, danke. Okay, wir haben den. Haben dafür 40 Munition gebraucht, aber... ich glaube, das war es wert. So, und dann können wir jetzt hier... endlich hier runter. So, meine Frische. Okay. Oh, danke. Mieser Gegner. Ja, das war dieser Horrortyp, den wir da im Zimmer gesehen haben. Der da die anderen Zombies vergewaltigt hat. Und wir sind auf der anderen Seite wieder in der normalen Welt. Ah, vielen Dank, Leute. Vielen Dank. Oh, ihr seid göttlich. Danke. Okay. Das ist ja jetzt wieder Kindergarten hier, was im Gegensatz zu eben. Okay. So, dann haben wir hier wieder Verbandskasten. Sehr gut.
Das heißt, wir können uns wieder ganz normal in der Stadt umschauen. In der nebligen Stadt. No trespassing. Das hat hier nichts zu sagen, aber das sieht nicht so aus, als ob wir da rein können. Parking, okay. So, jetzt erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Hier können wir bestimmt rein, oder? Ich kann gar nichts machen. Okay, interessant. Aua. Rolltor? Nö. Noch eine Tür hier. Blue Creek Apartments, ja. Gut, dass ich da raus bin, diese Wohnung. Nee, bah. Will ich nie wieder rein. Hier irgendwas. Okay. Sehr schön, Freunde. Ja. Dann will ich jetzt. Okay. You. It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. I don't know. Maybe I did. What's a little girl like you doing here, anyway? Huh? Are you blind or something? What's that letter? None of your business. You didn't love Mary anyway. Wait! How do you know Mary's name? Was zur Hölle? Okay. Rennt einfach so ein Kind rum. Eine ganz normale Wand. Das Graffiti sieht aus wie von einem Kind geschrieben. Ja, das war die Kleine. Okay. Und die kennt aber scheinbar den Namen unserer Frau. Ganz normaler Abfall. Ist jetzt zwecklos, darin herumzugehen. Okay. Sehr interessant, das Ganze hier. Kann man hier rein? Ich will immer überall rein, aber das geht doch hier gar nicht, Mensch. So, dann. Wo geht das jetzt? Rose? Ah, der Park! Da wollten wir ja sowieso hin, ne? Aber wir können auch hier die Treppe hoch. Und was hier ist, liegt auf jeden Fall Muni. Ah, ein Bonus. Okay, sehr schön. Bonus-Items. Muni haben wir dann auch wieder aufgefüllt, ne? Ja. Muni ist wieder aufgefüllt. Sehr schön. Cool. Nebliger Tunnel hier. Ach. Das ist sogar der einzige Weg, oder was? Warte mal, ich möchte doch noch die Stadt erkunden vorher. Ich möchte lieber das Optionale vorher noch mitnehmen. Anstatt, dass wir hier jetzt direkt zum Zielpunkt gehen. Aber ich glaube, die lassen uns nicht. Nee, die lassen uns nicht. Wenn wir jetzt hier geradeaus weitergehen wollen, dann ist zu. Okay. Ja, dann müssen wir direkt zum Zielpunkt. Alles klar, Freunde. Ja, dann freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier natürlich bei Silent Hill 2. Die erste Aufnahme ist hier schon nach meinem großen Urlaub. Ich habe ein bisschen Zeit tatsächlich gebraucht, um hier wieder reinzukommen, aber das ging ja schnell. Das ging schnell. Weil ich mir auch die Steuerung so angepasst habe, dass ich damit am besten klarkomme. So, dann sind wir jetzt hier im Rosewater Park. Alles klar schon. Jetzt mal hier diesen Blumen. Okay. Aha. Das ist also der Park. Mary, bist du hier? Deine Frau ist tot, James. Was ist mit dir? Deine Frau ist tot, also das müsstest du doch schon wissen. So, jetzt ist die Frage, aber wir gehen zurück. Das ist nicht gut. So, was ist denn da? Caution, slippery, wet, wet or frosty. Okay. Also das ist hier jetzt. Okay. Ja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Schauen wir mal. Schauen wir mal hier oben. Musik.
Ist relativ gemütlich tatsächlich für Silent Hill Verhältnisse. Zweimal Pistolenmuni, jetzt ist er definitiv wieder aufgefüllt. So. Das ist gleich gekommen. So, das heißt, wir können hier durch. Können wir durch? Ja, wir können hier durch. Wo guckst du hin? Was gibt's da? Ah, Item. Danke. Dankeschön, dass du mich so dezent drauf hinweist. Das ist sehr nett von dir. Patrick Chester, Sohn von Edward. Er kämpfte und starb für das Volk, die Freiheit und unsere Zukunft. Sein Andenken lebt weiter. Und ein Memorial Hero hier. Okay. Ich denke, wir haben alles hier. Naja, wobei. Ich will nichts verpassen, wie gesagt. Gehen wir hier runter und dann wieder mal geradeaus weiter. Ich möchte hier nichts verpassen. Kann man hier nicht rein? Okay. Ich möchte hier nichts verpassen. So. Ist bestimmt was für uns drin. Oder auch nicht. In diesem Arbeitermobil. Dann gibt uns einfach nichts. Ist ja okay. Ach, und dann sind wir wieder. Okay. Boah, dieser Weg. Richtig krass. Okay, dann hat sich der Kreis geschlossen. So. Was ist das? Ah, noch ein Tonikum. Ja, sehr schön. Ja, wir füllen uns mal wieder ein bisschen auf. Das können wir auch ziemlich gebrauchen. Tatsächlich, nach dem letzten Kampf. Mary. Ah! Ach. No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Feel how warm I am? You're really not Mary. I told you. I'm Maria. Sorry. I was confused. Where are you going? I'm looking for Mary. Have you seen her? Didn't you say she died? Oh yeah, 3 years ago. But I got a letter from her. She says she was waiting in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? I guess. The one on the lake? I wonder if it's still there. The Lakeview Hotel? Yeah, it's still there. So, the hotel was your special place, huh? I'll bet it was. Don't get so mad. I was just joking. Anyway, it's not that way. It's this way. You're coming with me? You were gonna just leave me? No, but... With all these monsters around? No, I just... I'm all alone here. Everyone else is gone. I look like... Mary, don't I? You loved her, right? Huh, or maybe... You hated her. Don't be ridiculous. So it's okay? Yeah, fine. Aha. Okay. Wir haben Unterstützung in Form einer sehr attraktiven Frau. Maria ist bei uns. Okay. Oh, die ist schon attraktiv, muss man sagen. Und immer ihre
anzügliche Kommentare mit dem Hotel und so. Herrlich, ey. So, rennen kann sie auch, das ist gut. Jetzt müssen wir tatsächlich auf sie aufpassen. Okay, wir haben Mary aufgegabelt. Beziehungsweise Maria. Mary ist ja sofort. Zum Andenken an die 67 Frauen und Männer, die an einer Krankheit starben und im See schlafen. Ey, sei nicht so aufdringlich. So. Gut, wir haben eine Frau im Schlepptau. Finde ich gut, dass man mal zu zweit ist. Dass man sich mal nicht getrennt hat. Wie es ja so in Spielen so üblich ist. Auch wenn ich hier gerade vor der Nase wegrenne, aber ist okay. Die sieht schon sexy aus, muss man sagen, ja. Okay. Moment, wir haben hier auch noch mal irgendwo was. Aber da kommen wir nicht hin. Ne, da kommen wir nicht hin. Okay, dann hier drüber. Hier verfolgt uns einfach, das ist so witzig. So, haben wir hier denn irgendwas? Gibt's hier gar nichts? Warte mal. Keine Items oder so? Einfach nichts? Wow. Was? Opfer der Verfolgung durch Dalton General Carroll führte ein so stolzes und ehrenhaftes Leben. Was hier geschah, wird nie vergessen. Okay. Sehr mysteriös, das Ganze. Ist wie so ein Friedhof, oder? Kommt mir das so vor. Ja, das ist wie ein Friedhof. Ich bin hier jedenfalls verwirrt. So. Gehen wir mal hier hoch. Hauptsache, die tapselt einfach da unten rum. So. Dann sind wir jetzt... Ah, jetzt kommen Gegner. Okay. Hier kommen jetzt Gegner. Okay. Das geht ja noch. Mach den kaputt, los. Nicht, dass der die Frau angreift. Oh, sorry. Das wollte ich nicht, Maria. Sorry. Sorry, das wollte ich nicht. Geht's dir gut? Sorry. Aber warum stehst du auch hinter mir? Bei so einem Kampf. Auf wen guckst du, James? Ja, weil deine Frau ist tot, also eigentlich... Eigentlich kannst du es so... Hä? Bin ich im Blut? Ich bin einfach durch Blut gestapft, okay. Geht's uns? Ist auch okay. Sonst gibt's hier gar nichts, außer den einen Gegner. Da kommt der nächste Gegner. Da hinten ist er. So, okay, dann... Lässt du die Frau in Ruhe? Du willst die Frau angreifen, ne? So. Nein! Geh hinter mir weg, Maria! Was machst du denn? So. Okay. Das fand ich geil gerade. So. Was nochmal hier hinten? Ein bisschen was um, ob hier noch auf uns wartet. Irgendwelche Items oder so. Da ist meine Uhr, die angegangen ist. Okay. Entrance. Checks in. Ah, okay. Nee, das machen wir beim nächsten Mal. Gut, das machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Alles klar. Gut, liebe Freunde, dann würde ich mal sagen, jo. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen. Jetzt seht's gerne weiter den Kanal. Und im Jo, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.